Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften hier vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis von Frau zu Frau, wobei die Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboard im Fokus steht. Im heutigen Podcast kehren wir mal Positionen. Meine Schwester Zara hat sich die Zeit genommen, um mit mir über Chicks on Board und die vergangenen 7 Jahre zu reden. Alles Schöne und auch nicht so Schöne, meine persönlichen Emotionen und was Corona für einen Einfluss auf unsere Sommerplanung hat. Ein tiefer Blick hinter die Kulissen. Ich finde es schön, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Spass beim Zuhören. Ja, mega cool, dass es klappt. Und ich habe jetzt schon immer wieder ein bisschen die Podcasts von dir gehört, die du aufgestellt hast. Und dass wir jetzt mal den Spiess umdrehen und mal ein bisschen über dich reden. Das ist ja wirklich auch etwas, wo alle immer mega Wunder nehmen. Oder wenn ich irgendjemandem von dir erzähle, wenn sie irgendwie ein bisschen genauer wissen, wer du so bist dahinter und was du so machst. Ja, mega cool, dass es geklappt hat. Und ich glaube, am einfachsten ist, wenn du einfach mal kurz dich vorstellst oder einfach uns mal schnell erzählst, ein bisschen etwas von dir, was dir gerade so spontan in den Sinn kommt. Ja, ich bin Tanja. Ich habe, wie du das schon erwähnt hast, das mit Chicks on Board gegründet. Das ist jetzt so bald, ich glaube, etwa 7 Jahre. Ich schätze, es sind etwa 7 Jahre. Es ist mega schwierig, um das nachforschen. Also, ich könnte es wahrscheinlich schon auf die Woche oder auf den Monat genau definieren, aber ich habe immer das Gefühl, je mehr je Jahre dazu kommen, desto gewaltiger wirkt es einmal. Aber ich glaube, es sind etwa 7 Jahre. Ja, ich bin unterdessen wirklich 30 dieses Jahr. Das ist auch noch speziell. Das heisst, ich bin auch 7 Jahre älter geworden. Ja, ich konnte das eigentlich gründen durch den Support oder durch die Unterstützung, vor allem auch von Freunden, die ich hatte, die mir das ermöglicht haben. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht so einfach können machen. So eine Gründung mit Webseiten, wir haben von Anfang an ein Logo gehabt. Ich glaube, das ist ein mega Aufwand, der für viele auch einen finanziellen Aufwand bedeutet. Und ich habe wirklich mega viele tolle Freunde gehabt, die mir das ermöglicht haben. Oder so wie den Support ein bisschen gegeben haben oder dich auch ein bisschen eingeführt haben in die Welt vom Bloggen und vom Freude teilen, oder? Ja, also ich glaube, ganz ein essentieller Mensch war der David Kegi. Ich habe ja mit ihm dort bei Mavericks im Skateshop.ch zusammen geschafft und wir haben mega viel Austausch gehabt über Kommunikation im Brettsport im Allgemeinen. Das war eigentlich unser Job. Also vor allem auch meine. Ganz viele Produktetexte schreiben und informativ, also auch Aufklärung für Hardware, aber auch Kleider. Und wir haben, oder ich habe dort eigentlich mit grossem Schock festgestellt, dass es eigentlich gar nicht viel gibt. Also wenn man jetzt, das ist jetzt sicher schon 10 Jahre her, ich habe dort relativ lang geschafft, bis ich das gegründet habe. Und vor etwa 10 Jahren hast du zum Beispiel von vielen Brands kein Snowboard gehabt, das effektiv geshaped war für uns Frauen. Es war einfach in der Grösse für uns Frauen. Ein bisschen kleiner als Normalgrössen. Aber dass es so der Shape ausgerichtet war, dass es für uns spezifisch gemacht war, hat es hier noch nicht gegeben. Also noch nicht viel vor allem. Und ja, durch das, dass wir dort halt mega sensibilisiert waren, haben wir auch mega Austausch gehabt. Und er hat mir dann halt vielleicht auch wirklich den Mut gegeben, um dort mich ein bisschen zu vertiefen und das zu repräsentieren. Und dann ist es eigentlich mega natürlich. Ich meine, es ist wie, wenn man, egal welche Leidenschaft man hat im Leben, wenn man über etwas schreiben kann, wo man mega Freude daran hat, dann glaube ich, entwickelt sich automatisch etwas Gutes daraus heraus. Auch wenn vielleicht irgendwie viele Rechtschreibfehler. Ja. Und also wenn ich jetzt zurückschaue, ich meine, die ersten Blogbeiträge sind, also jetzt im Nachhinein sind sie haarsträubend, oder, wenn es das ist. So im Vergleich, wie sich es jetzt ausstellt. Aber ja. Ich glaube, das ist aber genau der Punkt, weil du so authentisch bist und auch bei deinen
bei deinen Events, wo wir dann später noch darüber reden, einfach die Suppe selber kochst. Mhm. Und irgendwie wie einfach das Persönliche, ich glaube, das ist halt das, was dich irgendwie ausmacht. Was mich mal noch wundern wird, oder uns wundern nimmt, ist, ich glaube, die Gründung von Chicks & Borg hat ganz viel mit dem zu tun, dass dir etwas gefehlt hat. Einfach allgemein etwas gefehlt hat, so ein bisschen wie der Zusammenhalt, etwas Neues zu probieren oder ja, sich einfach auch in so einer Männerdomäne irgendwie durchzusetzen als Frau oder einfach auch mal gut sein etwas oder mal können zeigen oder sich eben einfach auch getrauen, das mal unter Frauen zu machen. Möchtest du zu dem noch etwas sagen? Ja, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, weil also ich, soweit ich zurückschauen kann, habe ich eigentlich immer meine Cousins als wenn ich jetzt im Sport, also wenn ich ins gesamte Leben schaue, dann bist du immer du mein Vorbild gewesen, aber wenn ich jetzt den sportlichen, das ist mir nicht böse, aber wenn ich den sportlichen, wenn ich so das Hobby einbezogen habe, dann sind unsere Cousins, sind ein riesen Vorbild gewesen für mich. Also mit dem auch vor allem unsere Cousins, die mich jedes Wochenende auf den Berg geschleppt haben. Und auch das ist ein Fakt, dass vor diesen 10 Jahren hast du noch keine Communities gehabt. Du hast Communities gehabt, die einfach so ein bisschen generell weiblich und männlich drin waren, aber wo die Männer halt schon gewehrzahlt waren. Und auch auf dem Berg war es nicht so, dass du in Frauengruppen reingefahren bist und hast können dich austauschen oder dass du viele Frauen gehabt hast. Mhm. Vor allem, wenn du dich spezifisch irgendwie im Park oder auch ein bisschen hast, neben der Piste aufhalten. Also, du bist sehr rar gewesen. Und yeah. Viele Frauen haben das, glaube ich, sehr cool gefunden. Und ich persönlich hatte auch eigentlich mehr den Drang zu den Jungs, weil ich halt einfach fahren wollte. Ich wollte nicht ein bisschen gut kämpfen lassen und ein bisschen gut sein. Ich wollte fahren, ich wollte das erleben. Und habe mich darum auch dort bei den Jungs angehängt. Aber mir hat es extrem gefehlt, den Austausch unter Frauen auf dem Lift oder vielleicht auch den Austausch, der mega essentiell ist, den wir jetzt auch in den Events spüren. Wenn eine Frau sich überwindet, etwas zu machen, egal in welcher Sportart, dann spüren wir uns einfach mehr. Dann realisieren wir. Das ist so. Also ich realisiere genau, okay, du hast jetzt das 3-mal probiert und wenn du es beim 4. Mal schaffst, dann ist es ein riesen Aufwand. Es war eine riesen Challenge, die du vielleicht mit dir mental hast. Und wir spüren uns dort viel mehr und das ist einfach eine Connection, wo mir einfach extrem gefehlt hat. Ja. Und wo ich dann am Anfang aber gar noch nicht eingerechnet habe, in das Chicks on Board, wo es gegründet wurde, sondern dann mit der Zeit dazu kam, wo ich gefunden habe, vielleicht auch durch eigene Erfahrungen im Ausland, die ich gemacht habe, wo so eine Community, zum Beispiel in Amerika, es ist krass, wie viel weiter Amerika war, heute noch, also trotzdem mal und heute noch. Und die haben halt schon so Communities gehabt. Und bin ich an so anderen Orten eigentlich sehen durfte, wie es sein könnte. Wie es könnte sein, ja. Und ja, ich hatte einfach das mega Bedürfnis, den Austausch in mein Hobby einzubauen und auch den ehrlichen Austausch und halt auch realistisch zu sein, dass wir Frauen halt logischerweise nicht die gleichen Voraussetzungen haben mit Männern, aber dass wir im Kopf oben, wenn wir das gemeinsam machen, viel grössere Voraussetzungen können generieren können. Also es ist unglaublich, was man da kann erreichen, wenn man in dieser Atmosphäre steckt. Ich glaube, es ist auch, wenn du so Sport machst mit Männern, ist es meistens auch viel härter irgendwie. Also, weil die pushen sich ganz anders und die haben teils halt einfach so den Mannenmachtkampf auch ein bisschen so, okay, er hat es jetzt gemacht, dann mache ich es auch. Und als Frau bist du vielleicht halt manchmal auch Kraft, von der Kraft her oder so, halt einfach nicht auf dem gleichen Niveau. Und ich glaube, du getraust dich eher, das machen mit einer anderen Frau, die vielleicht auf dem gleichen Level ist und vielleicht jetzt auch das erste Mal probiert, wie dass dich irgendwo anhängst. Also mir geht das auch immer so, wenn ich jetzt ganz blöd gesagt gehe joggen und ich gehe mit jemandem, der viel, viel besser ist in der Ausdauer, dann fällt mir das viel, viel schwerer, das auszuprobieren. Ja, voll. Vergleichbarkeit ist ein mega grosser Punkt. Ja. Und Vergleichbarkeit setzen wir Frauen oft
auch negativ um. Mhm. Wo man irgendwie sagt, oh shit, die sieht super gut aus und die hat mega geiles Setup und ihre Haare sind immer perfekt und ich meine, lacht sie noch und ist mega lieb und... Ja, voll. Und ich lebe voll nicht in dieser Blase. Also meine Haare sind immer zu sauer, wenn ich irgendwo auf dem Berg bin, weil ich einfach viel zu viele Haare habe. Aber das ist ein anderes Problem. Ich glaube, wie Vergleichbarkeit gibt es wie zwei verschiedene Arten und ich probiere halt mit Chicks Vergleichbarkeit auf eine möglichst positive Ebene zu bringen, dass du siehst, okay, sie ist auf meinem Level, aber sie hat jetzt zum Beispiel das Rail gefahren. Hey, ich kann das auch, mhm. oder? Es ist vergleichbar. Ich glaube, manchmal ist es auch eine Vergleichbarkeit, die ganz nah beieinander ist. Oder die Levels sind ganz nah auseinander, vielleicht auch zum Teil. Und das kann extrem wertvoll sein, wenn es darum geht, sich selber zu überwinden. Weil du ein Vorbild hast und das Vorbild aber nicht 3 Berge höher ist, wie jetzt eben vielleicht mein Cousin immer war. Sondern das Vorbild ist nur Snowboard Top und steht neben Trail und zeigt dir genau, wie du es machen musst, oder? Das ist irgendwie... Ich glaube, das machen die Jungs schon auch. Ich glaube, das hat sich eben schönerweise auch entwickelt. Ja. Also ich glaube, früher war es wie auch komisch gewesen, wenn du als Frau zu viel hast wollen. Also ich glaube, dort hast du das schon müssen betont sagen, hey, ich möchte das lernen, kannst du mir das schrittweise zeigen? Ich habe zum Beispiel oft gehört von vielen Jungs, du musst es einfach machen, mach es einfach. Und das ist so eine falsche Voraussetzung, unserer Meinung nach. Weil unserer Meinung nach ist es wirklich, es geht Schritt für Schritt, wenn man die Leute auf eine neue Challenge einlässt. Und wenn die eigentlich, wenn man sie vor ein Rail anstellt, dann wissen wir, sie sind fähig, um das zu machen. Sonst machen wir das gar nicht. Oder es ist ein riesen Prozess vor einer Sache. Und ich glaube wirklich, das Anschauen und das Vorbild haben, das vergleichbar ist, wo nicht eine riesige Distanz dazwischen ist, das hat mega viel Wert. Ja. Mhm. Und das haben wir halt unter Frauen vielleicht tendenziell eher als mit Jungs. Magst du dich noch an den ersten Workshop erinnern? Wie hat sich das entwickelt oder wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, ich möchte so Workshops anbieten, wo ich der Frau die Möglichkeit gebe, das so zu teilen? Ja, ich kann mich noch mehr gut erinnern. Das ist eigentlich, also wenn ich auch heute noch daran denke, ich würde es mir halb schlecht, wenn ich an meinen ersten Workshop denke. Entstanden ist das eigentlich, ich war in Amerika für ein halbes Jahr dort in Lake Tahoe. Und habe eigentlich so ein bisschen das Traumleben gelebt. Und wir hatten ein Häuschen in Lake Tahoe. Ich und mein jetziger Freund. Und wir haben eigentlich sind wir nur Snowboarden und haben alles Mögliche Lässige gemacht. Und dort bin ich auf diverse weibliche Communities gestoßen und die haben einfach so Gatherings, nennt man das, gemacht, oder Get-Togethers, wie wir es heute auch nennen, wo einfach Frauen aus x verschiedensten Staaten zusammengekommen sind und miteinander einfach sind gefahren. Und als ich das erste Mal erlebt habe, habe ich gewusst, ich muss das heimbringen. Ich muss diese Option sich in den Sportarten, die ich mit Chicks unterstütze, muss ich einbringen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin heimgekommen und habe meinen Mut zusammengenommen und habe so mal einfach ein einzelnes Event online gestellt auf Facebook. Das war ein Longboard-Event mit der Tamara Prader. Ich kann mich noch genau erinnern, wo der war. Ja, der war im Regenblick. Und ja, genau. Und ich habe gewusst, okay, ich wollte einen Skate-Workshop machen. Dann habe ich mal Kontakt aufgenommen. Ich weiss noch, der Rollladen war, sorry. Da bin ich dort irgendwie, ich weiß auch nicht, 40 Skateboards geholt, habe alle Skateboards gepackt, die ich auch holen konnte, habe alle meine eigenen mitgenommen. Und ich hatte auf meiner Anmeldeliste 30 Anmeldungen gehabt. Aber ich mag mich noch ganz genau erinnern, wie ich dort gehockt bin mit der Tamara Prader. Und wir haben beide gesagt, hey, wenn nur 5 kommen oder nur 2, dann ist es schon geil. Das ist schon cool, ja. Also wir sind so völlig, trotzdem mal, vor eben 7 Jahren etwa oder so, hätten wir Freude gehabt, wenn einfach 2 kommen wären. Von 30, die sich schriftlich committed haben, oder? Und ja, eben, es löst in mir heute noch mega viel auf, weil es sind 30 Frauen auf der Welt. Soll ich gar nicht sagen, es sind wirklich auch 30 Frauen. Es sind alle gekommen und es sind einfach alle mega happy gewesen und sie haben alle irgendwie ein Gefühl von
ja, von dem Support vermittelt, der mir immer gefehlt hat. Und das war genau der Vibe, den ich mir gewünscht habe. Wir sind miteinander skaten, wir haben ganz viel austauscht, wir haben voneinander gelernt, wir haben am Schluss noch grilliert und so mega freundschaftlich. Voll, es ist voll gab von Anfang an. Es hat wie nie jetzt, vielleicht, wenn man so in einem Kurs ist, manchmal, vielleicht geht das denen, die zuhören, das mal auch so, dann meldest du dich an einen Kurs an. Und der ganze Abend ist völlig versteift und du bist Theorie-Teil und genau. Könnt ihr mal probieren. Nachher besprechen wir wieder. Voll. Und das ist bei uns, ja, ist voll nicht der Fall. Bei uns ist es irgendwie von Anfang an, ist gerade mega herzlich gewesen. Und es ist für mich eine mega Überwältigung gewesen, dass alle gekommen sind. Es hat mir gezeigt, hey, shit, es braucht es. Es braucht es mega fest. Und von dort an sind eigentlich die Events jährlich mega organisch aufgewachsen. Also mit der Nachfrage und vielleicht auch mit mir, mit meinem Alter, mit meiner Entwicklung. Ja, und das Angebot ist mega gross geworden. Es ist nicht nur auf Eisch, also nicht nur auf Eissportart, es ist nicht nur jetzt Skaten, was du machst. Es ist ja mega breitfächrig jetzt. Ja, eigentlich alles, was mit Brettern zu tun hat. Also alles, was du ein Brett unter den Füßen hast, probieren wir abzudecken, genau. So, dass man es super abdecken kann. Also, es gibt immer noch Sportarten, wie zum Beispiel Kiten oder so, wo man einfach sagen kann, da haben wir einfach nicht die Konditionen in der Schweiz, dass man das im Eventbereich super abdecken kann. Aber sonst, ja. Mega cool. Ich glaube, was auch immer so ein bisschen menschlich ist und einfach ganz normal ist, dass man manchmal auch ein bisschen struggelt. Und dass manchmal Sachen halt einfach auch nicht klappen und so. Möchtest du mal vielleicht uns noch ein bisschen erzählen, was für Schwierigkeiten das jetzt in diesen 7 Jahren für dich gewesen sind? Was vielleicht für kleine Felsbröckchen hast du müssen aus dem Weg räumen? Ich finde es eben echt krass, dass man im Nachhinein die Felsbröckli nennt, wo eigentlich es ein Brocken gsi, es ein richtige Wand gsi zum Teil, oder? Wo ich meine, ich habe einmal brüllt, weil ich nicht den Support bekommen von Brands, oder es hat mich einmal wirklich mega getroffen, weil vielleicht auch nicht alles so Anschwung gehabt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Also was man vielleicht noch zu der Betonung muss sagen, ist, ich habe nicht einfach eine Firma von einem Tag auf den anderen gegründet und 100% darin investiert. Ich bin dort durch zu fest Schweizerin, ich bin dort durch zu fest. Und du hast eben 100% investiert, von Anfang an, würde ich behaupten. Hast es aber halt wirklich nur neben dem Arbeiten gemacht. Und dann das ist ja mega schwierig gewesen vom Aufbau dort. Das mag ich mich noch genau erinnern, weil du von Anfang an, finde ich, einfach 100% gegeben hast. Aber du, ja, zuerst mal die Firma müssen gründen und also zuerst mal ein bisschen reinkommen und es ist nicht von Anfang an, ja, sorry, ich kann nicht mehr reden. Ja, also ich kann ja sicher, also ich bin jetzt einfach seit, glaube ich, knapp 2,5 Jahren Vollzeit selbstständig. Vorher habe ich eigentlich immer zwischen 80 dann bis 50% aber angestellt, extern irgendwo gearbeitet. Ich habe extrem viele ganz schlimme Jobs gemacht. Also Sachen, die ich wirklich im Nachhinein muss sagen, wow, das war zäh. Ich habe aber das Gefühl, jeder Job, den ich gemacht habe, einfach, dass ich Chicks an Bord aufbauen kann, hat mir auch mega geholfen. Weil es hat mir auch gezeigt, was ich nicht will. Und, ich glaube, es ist ein riesen Privileg, dass ich das so aufbauen konnte, eben neben dem Arbeiten, dass ich auch Arbeitgeber kann und mich haben weniger arbeiten lassen. Und eben, dass es organisch so wachsen konnte. Aber es war sicher nicht immer einfach gewesen, weil ich stets einen Job suchen musste, der mir das auch ermöglicht hat. Das bedeutet nicht, dass das die Jobs sind, die auch easy sind und die voll schön sind, sondern es waren eben halt auch oft Jobs gewesen, wo die Gastronomie oder so, die gar nicht meine Welt ist, wo einfach wirklich fest arbeitest und ja. Aber für mich hat es hat dort gleich einen Wert dahinter gehabt, weil ich konnte mir etwas ermöglichen nebenbei. Und ja, und ich glaube, es bringt dich ja alles irgendwie weiter. Auch so ein Gastro-Job
kann einem weiterbringen, kann einem offener machen, wie auch immer. Also es, ist so, es bringt einem ja alles ein bisschen weiter. Darum habe ich auch gesagt, Felsbröckli, weil im Nachhinein denke ich, auch die Wände oder die Felsbrocken sind ja irgendwie auch wertvoll schlussendlich. So hast du gelernt, Geschäftsfrau sein und für dich selber einstehen und sagen, wie du es genau möchtest und wie genau nicht, oder? Ja, voll, weil im Endeffekt bin ich gleich effektiv eine gelernte Coiffeuse. Also weißt, das ist überhaupt nicht meine Thematik, Content Creation, Social Media, Marketing, Eventorganisation, das ist überhaupt nicht mein Kerngebiet. Mein Kerngebiet sind Haarschnitte und ich habe es mega gerne gemacht, aber ich habe das Gefühl, oder ich kann von Überzeugung sagen, dass wenn du etwas unglaublich von Herzen machst und mit Leidenschaft, dass du ein Know-how dir erschaffen kannst, das viel grösser ist. Und darum ja, ist das mega richtig, dass all die Jobs eigentlich den Stein geschliffen haben und das vielleicht auch so vorantrieben haben. Und ich glaube, sonst so Struggles, ja, also was sicher ein grosses Thema ist, was vielleicht auch von außen nicht so ersichtlich ist, ist der ganze Support halt von außen. Also die ganzen Sponsoring-Verträge, die wir jetzt heute haben, die sind einfach wie nicht selbstverständlich. Die haben, muss ich auch wie vorstellen, wenn du eben vor ein paar Jahren als Frau dann noch klein und vielleicht noch blond und weiss nicht was, irgendwie diesen grossen Markt geschrieben hast, ja, wir von Chicks on Board hätten gerne ein bisschen Support, hättest du Lust, um das und das zu sponsern, hättest du Lust, zum Teil vom Päckchen zu sein, dann ist nicht jeder dort gehockt und hat mich mit offenen Armen empfangen. Mhm. Im Gegenteil, es sind, ja, ich meine, früher haben wir uns gefreut, wenn wir Goodies bekommen haben, Preisli. Mhm. Und die Preise sind nicht mal auf uns Frauen abgestimmt gewesen. Das sind zum Teil Mannen-T-Shirts. Weißt du, das ist nicht mal irgendwie, dass es so war, dass die sich gesagt haben, ja, wir bestellen jetzt lässige Sachen, sondern nein, es war einfach wahrscheinlich ein Restbestand gewesen. Und ich bin gleich mega dankbar gewesen, weil das war schon mehr gewesen, wie andere bekommen haben, wo ich so rundum gehört habe. Ja, aber das, so der Struggle, können anstehen, können einstehen für etwas, was es nicht gibt. Es hat keine Frauen-Community in der Schweiz, die das hast können repräsentieren und hast können sagen, hey, look, das funktioniert, weil du siehst es ja dort. Das war sehr schwierig, den Mut zu fassen, und du bist in diesen Meetings eben nicht vor einer Frau oder so, sondern meistens sitzen dort zwei bis drei Jungs, die mit dir reden. Und, ich weiss nicht, wie es unseren Zuhörerinnen geht, aber wenn ich zum Beispiel früher in einen Skatejob reingelaufen bin und alles sind Jungs gewesen, und die sind noch herzig, so gut aussehen, die Surferboys. Hey, dann ist bei mir auch schon, es ist für mich auch mega überwindig gewesen, mit denen zu reden. Oder darum habe ich auch allen immer empfohlen, dass in den Shops auch Frauen anstellen zum Beispiel und so, dass das Feeling von der Frau auch rum ist, was mega essentiell ist. Aber das war schon ein unglaublicher Struggle gewesen, zum Täter mich behaupten, zum einfach den Leuten auch zu zeigen, hey, es ist wichtig, dass wir das unterstützen, es ist wichtig, dass meine Teilnehmerinnen auch realisieren, dass Brands hinter ihm stehen, dass Brands sich committen und das repräsentieren wollen. Das ist heute manchmal schon schwierig. Und ich glaube, das war eigentlich für mich der grösste Struggle gewesen, sich den Respekt von eben dieser Sportindustrie, die halt eine Männerdomäne war und jetzt immer besser wird, also wir sind auf einem sehr guten Weg, es hat sich mega viel entwickelt, die können auf unsere Seite zu nehmen, dass wir, ja. Ja, und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt ist, dass Beziehungen entstanden sind. Beziehungen mit Menschen, die du dazu mal einfach angesprochen hast, weil du etwas von ihnen willst und die jetzt deine Freunde sind. Mhm. Das ist, ja, immer so, wenn sich etwas entwickelt, egal was es ist, wenn die Beziehungen stärker werden, dann wird es irgendwann auch angenehmer. Und der weiss noch jemand, der vielleicht irgendwie dir mit dem aushelfen kann. Oder der weiss noch jemand, der einen Bergführer kennt oder so. Ja, voll. Und weisst auch der Fakt, dass ich das durchgezogen habe, ist, glaube ich, sehr relevant. Ich glaube, es hat viel Respekt mir gegenüber gegeben, zu sehen, hey, sie macht es Jahr über Jahr über Jahr. Sie kommt jedes Jahr wieder, hockt man uns an, repräsentiert ihr Konzept. Mhm. Es ist nicht einfach ein Furz, der in die Welt gesetzt wird, sondern es ist ein Aufbau, oder? Und sie will es weiterbringen. Und ich glaube, durch das habe ich mir dann auch mit den Jahren Respekt geholt und
habe dann vielleicht auch mal von einem Sponsor, der mir jahrelang Nein, Nein, Nein gesagt hat, oftmals eine Anfrage bekommen. Mhm. Hey, wir würden das gerne sponsern oder wo können wir euch unterstützen? Also weißt du, wo dann oftmals, ich glaube, das ist so nach etwa, ja, vor etwa 2-3 Jahren hat sich so ein bisschen geswitcht. Dreht, ja. Dass gewisse Leute oftmals den Wert anfangen gesehen und haben gemerkt, hey, also zum Beispiel Sherpa Tenzing, die Sonnencreme-Firma, die uns unterstützt. Ich habe denen jahrelang geschrieben, mhm, über öffentliche Wege, also über die Kontakte, die du halt findest online, und ich bin nie durchgekommen. Und oftmals, aus dem Nichts, vor 2,5 Jahren, bekomme ich ein E-Mail über von Sherpa Tenzing, weil das ist unsere Sonnencreme, wo wir aufgewachsen ja sind. Also mega, ich habe den Geschmack gar wieder in der Nase. Voll, und mega ein Schweizer Produkt, oder etwas, wo ich voll dahinterstehe. Und oftmals kommt das Mail von denen, hey, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten können? Und das ist so... Das so ist schön, oder? Voll, ich habe das Gefühl, wenn du etwas reinsteckst in etwas, dann kommt es auch zurück. Es braucht vielleicht einfach Zeit und es braucht Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich mega und es kommt zurück. Und die Freundschaft, die du vorher erwähnt hast, ich meine, wir reden hier von meinen besten Freunden jetzt, oder? Ja. Wo, keine Ahnung, mal mit, als Coaches bei uns angefangen haben, jetzt meine besten Freundinnen sind. Und jetzt nicht mehr rot wirst, wenn du mit ihnen redest. Nein, das, ja, eher. Den Umgang hast du nie müssen lernen mit der Zeit. Aber ja, da sind Freundschaften entstanden. Und ich glaube, es ist auch Industrie oder eine Szene, wo sich jeder kennt. Und ich glaube, dort ist Transparenz und Ehrlichkeit ist halt einfach mega entscheidend. Und ich bin das immer gewesen und habe mir mega Mühe gegeben, dass ich nicht dem einen Deal anbieten, der 3 Franken weniger ist mit dem. Oder? Das, ich habe immer wirklich probiert, mit allen möglichst ehrlich zu sein und mit allen mit der gleichen Karte zu spielen. Mhm. Und ich glaube, das war mega wichtig für mich. Und ja, ich finde es mega schön, wie die Richtung, dass sich gedreht hat. Mega cool. Weißt du, was mich persönlich noch wundern würde? Was macht dich, Tanja, Angst als Person? Einfach dich als Person jetzt mal abgesehen von Chicks on Board oder so, glücklich. Was fühlt dich aus? Ich glaube, das hat sich mega entwickelt in den letzten 7 Jahren. Ich meine, jetzt bin ich auch Mami. Jetzt fühlt mich etwas ganz... Also nicht, dass ich jetzt das nur fokussiere auf ein Kind oder so, sondern jetzt fühle ich mich schon völlig befreit, gut und zufrieden, wenn ich eine 15-Minuten-Session hinter einem Boot kann, surfen kann, zum Beispiel. Es war für mich wie früher ein Tag vollpackt mit Action. Oder wenn ich einen Tag lang türen mit meinen Kolleginnen, dann ist das schon viel, viel mehr, wie früher war. Oder? Also ich glaube, das Ausfüllen, das hat sich extrem verändert. Aber im Gesamten gebe ich gerne einfach weiter, glaube ich. Ich glaube einfach gerne das, was ich oder was mich eben leidenschaftlich so ausfüllt, mit diesen Sportarten. Ich glaube, das gebe ich einfach unglaublich gerne weiter. Und wenn ich dann noch spüre, dass das vis-à-vis, dass der Funke auch gecheckt hat, dann, ja, dann fühlt mich... Oder sich so mega herzlich bedankt, wie das schon viel gemacht haben, irgendwie mit Mails oder nochmal angeläutet oder irgendetwas. Also, ja, voll. Voll. Oder auch, dass du merkst, hey, bei der ist jetzt voll die Blockade aufgegangen. Das fühlt mich als Mensch, also in Bezug jetzt zum Arbeiten, mega aus. Und wenn ich jetzt auf meine private, wenn ich jetzt die private Seite anschaue, dann ja, ist es, glaube ich, einfach so die Natur im Allgemeinen. Und einfach so das Glück, das wir haben, dass wir mit so vielen Sportarten können, also auch auf dieser kleinen Fläche, die wir hier in der Schweiz haben, so viele lässige Sachen machen und ja, und können uns herausfordern im Alltag auch ein bisschen so mit dem. Ist ein schöner Ausgleich, ja. Wie hat Chicks on Board den Covid-19-Virus jetzt beeinflusst? Oder wie geht's jetzt im Sommer weiter mit den Events und so? Da ist jetzt auch mega viel mehr so absagen, weil es einfach noch nicht starten konnte als Summer Workout.
startet jetzt viel, viel später. Mhm. Wie hat das Chicks on Board beeinflusst? Oder auch dich persönlich beeinflusst? Also für mich persönlich ist es halt einfach die Einschränkung, die wir, glaube ich, alle empfinden im Moment. Dass nicht mehr frei einfach... Ich bin wie ein Mensch, ich bin sehr verbunden mit Leuten, auch wenn ich sie nicht kenne. Also wenn ich jetzt höre, dass mir... Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzten Wochen denke, dann habe ich mein Skateboard da von meinem Haus genommen und bin cruisen. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht genommen und wäre auf dem Skatepark, weil ich einfach so den Gemeinschaftsgedanken mega entscheidend gefunden habe die letzten Wochen. Ja, dort ist sehr grosses Bedürfnis ein bisschen untergegangen die letzten Wochen. Ich glaube, das geht durch alle. Das war natürlich eingeschränkt gewesen, ja. Aber ich... Wenn ich jetzt zu Chicks on Board schaue, ich meine... Es ist wie klar, dass jede bestehende Firma in der Schweiz mit einem gewissen Schaden wird daraus rausgehen. Und ich denke, es gibt Firmen, die haben viel grösseren Schaden, vor allem in dieser Industrie, in dieser Surfskate, Snowboard-Industrie. Ja, es ist nicht so, dass da völlig Geld drum ist. Dass jede Brand, jede Community, jede Marke, whatever, jeder Shop, seine Polster im Hintergrund haben. Sondern nein, es ist eigentlich ein Business, wo niemand daraus wirklich reich wird, wo es alle mega auf Leidenschaft machen. Und das beeinflusst uns natürlich mega. Und Chicks on Board, oder von uns aus können wir auch ehrlich sagen, wir haben die Hälfte von der Sponsoring-Einnahmen, die wir sonst haben. Mhm. Von den Einnahmen, die eigentlich das ermöglicht, was wir eigentlich aufbauen. Oder? Und für mich ist auch wirklich klar gewesen, es gibt zwei Optionen. Entweder sagt man sich jetzt, ja, das ist alles mega scheiße, oder wir probieren es jetzt einfach möglichst das Positive zu nehmen. Und darum war unser Vorsatz eigentlich gewesen, um so mehr lässige Sachen zu organisieren, dass wenn wir wieder können, dass wir parat sind und dass wir dann all die Bedürfnisse, die rum sind, und es sind so viele Bedürfnisse rum, dass wir dann die können abdecken können. Logischerweise mit den Vorausgaben vom BAG, das wird die auch immer dann werden aussehen ab Anfang Juni. Also wir sind unglaublich zuversichtlich, dass wir ab dem 8. Juni unsere Events können starten. Wie gesagt, wir werden die Anpassungen machen, falls wir noch irgendwelche Distanz bewahren oder so. Ich denke, das ist alles umsetzbar. Da haben wir auch mit allen schon geredet, also das wird umsetzbar sein, ohne Problem. Und ja, Geld, jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass mir Geld nichts bedeutet. Also mir ist es viel wichtiger, dass ich das, was ich mache, aufrechthalten, dass es weiterläuft, dass wir eben, wie zum Beispiel auch mit diesen Podcast-Serien, viel näher auch noch zueinander kommen. Mhm. Und ich sehe es auch ein bisschen als Chance, dass wir noch viel intensiver connecten können, dass wir das Gefühl jetzt diesen Sommer noch viel intensiver geniessen können und vielleicht auch so können zeigen, hey, das, was wir machen, die Events, das ist voll lässig, oder? Und dass wir die Leute vielleicht dort auch ein bisschen mehr involvieren können. Und darum sehe ich auch eine kleine Chance daraus. Also, ich wünsche allen, die in dieser Industrie sind, dass sie irgendwie daraus rauskommen, oder? Mhm. Und dass sie daraus rauskommen mit einem, sagen wir mal, mit einem blauen Auge. Mit einem möglichst kleinen blauen Auge, genau. Und ich kann jetzt da auch nur mal betonen, ich meine, es ist so wichtig, dass wir auch das unterstützen, weißt du, wo wir in der Schweiz haben. Also es soll nicht egoistisch sein, die ganze Welt liegt darunter, aber ich finde, jetzt gerade ist es umso wichtiger, dass wir zum Beispiel ein Magazin abonnieren, oder? Mhm. Ich meine, Chicks Membership, die kostet 19 Franken im Jahr. Ja. Und für uns ist es so viel wert, wir haben so viele Membership-Buchungen gehabt. Wir haben fast jeden Anlass, der bis jetzt raus ist direkt gebucht worden. Also es ist für uns mega schön zu sehen, dass die Leute auch so ein bisschen mit uns mitgehen. Und es gibt auch sonst in der Community rundum so viele Möglichkeiten, um diesen Support zu geben. Und vielleicht in Form von einem Gutschein oder so, wo man nachher wegsurfen dann wieder einzulösen. Aber es gibt Sicherheit und es gibt auch die Motivation, dass wenn es vorbei ist und wenn man wieder Normalität einbringen kann, ja, dass es dann eigentlich nur noch gut kommt. Oder besser kommt. Ja. So ein bisschen das Bewusstsein für etwas, was eigentlich mega negativ ist, aber jetzt trotzdem einmal Zeit gegeben hat und Positivität
in einem anderen Ding. Also einfach allgemein, ja. Ich glaube, jeder, der in der Schweiz wohnt, hat ein riesen Privileg gehabt in den letzten paar Monaten. Und ich glaube, die Einschränkung, oder so habe ich es gesehen, die Einschränkung, die ich hatte und was ich jetzt vielleicht nicht kann, anfangs oder Ende April schon ein Wasserpumpen hinter dem Boot oder die Einschränkung, die ich vielleicht auch jetzt in Zukunft habe. Ich meine, wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt nicht mehr aus der Schweiz für die Ferien, den Sommer. Ja. Vielleicht können wir nicht surfen, also genau, mehr, den Sommer. Ist, ja. Aber ich denke, wenn man es im Gesamten anschaut, sind wir sehr, sehr in einem guten Ort da und ich als Gründerin und auch als Person hinter Chicks on Board habe eigentlich dort einfach den Wert gesetzt, dass, wenn man kann sagen, es ist lockerer, es ist vorbei, dass wir dann wieder loslegen können und durchstarten können. Ja, ich hoffe schwer, dass der 8. Juni dass der sehr positiv wird, aber ich denke, das kommt gut. Was wünschst du dir so allgemein für deine Zukunft mit Chicks on Board? Ja, ich glaube, wenn mich das irgendwie vor 2-3 Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, ich würde wachsen, ich würde vielleicht auch noch in Deutschland ein Chicks on Board generieren, in Österreich. Und jetzt sehe ich das auch ein bisschen anders. Jetzt ist es mir wie wichtig, dass wir konstant gute Arbeit machen. Und logisch ist es schön, wenn man wächst. Logisch ist es schön, wenn die Community grösser wird. Aber mir ist viel, viel wichtiger, dass wir wachsen an unserem Angebot. Dass wir, dass wir weiterhin in dieser Konstanz weitermachen können und können die Schweiz als Land mit diesen Sportarten als etwas Spezielles repräsentieren. Und mir ist wie nicht mehr so wichtig, dass man jetzt das irgendwie expandiert in ein anderes Land oder so, sondern mir ist der Wert wirklich dort mehr ins Produkt selber oder in den Tag oder in das Erlebnis, dass das umso spezieller wird. Weil ich habe mein Gefühl, oder mein persönliches Gefühl ist wie, man wächst und irgendwann verliert man es aus den Händen. Und das ist das, wo ich nie will bei Chicks on Board. Es ist nicht, weil ich es nicht kann aus den Händen geben kann. Es gibt viele Anlässe, wo ich voll im Hintergrund bin, wo ich echt gar nicht mehr mache, wo ich auch manchmal so den Wind an mir manchmal denke, hey, nein, was mache ich da? Ja, ist ja klar, mit so einem kleinen jungen Sohn und so. Ist ja völlig, also ist ja logisch. Nein, nicht mal nur wegen Riley, sondern mehr. Mein Ziel ist nicht, verbissen, das zu behalten und ja nicht irgendetwas abzugeben. Ich meine, wir haben ein riesen Content-Team, das hinten nur steht, wo ich mega happy bin, dass ich denen auch etwas zahlen kann, auch wenn es nur minimal ist. Wir haben Nina, die einfach vom Design, Video, Fotografie, dann haben wir unglaublich viele verschiedene Coaches. Eben wie gesagt, ich war diesen Winter auch in gewissen Events, wo ich sagen musste, das braucht mich voll nicht. Also nur, dass ich jetzt am Mittag den Kuchen schneiden kann. Aber es ist auch ein Wert, oder? Es ist für mich auch wichtig. Das ist, glaube ich, genau das Persönliche, wo ich mega grossen Respekt davor habe, wo du einfach jetzt die ganzen 7 Jahre nicht verloren hast. Und ich glaube, das ist genau auch das, sobald etwas grösser wird, wo dann meistens der Fehler passiert, dass nachher irgendetwas unpersönlich wird. Oder dass du verlierst es, du hast es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Und vielleicht ist Kontrolle auch das falsche Wort, aber mir ist wie wichtig, dass nebst dem genialen Coaching, das ich nicht anbringe, wo ich jemanden habe dafür, und nebst dem Erfolgserlebnis, das sie haben, dass sie aber auch jemanden haben, der sie auffängt, oder jemanden haben, der am Mittag den Smalltalk anregt, das Community-Feeling anregt, ja, auch den Kuchen anschneidet. Das ist schon fast ein bisschen eine Tradition geworden. Es ist wie, wenn es keinen Kuchen gibt in einem Event vor, es ist so schräg, es gibt es gar nicht. Das ist los. Und darum ist es mir wie wichtig, dass das bestehen bleibt. Und das ist mega schwierig in einer Welt, wo Sponsoring-Verträge an Social Media Reichweite gemessen wird. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe lieber 200 Leute, die das von Herzen cool finden, als 2000, wo ich die Hälfte nicht einmal greifen kann. Ja.
Und ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste für mich, dass wir, dass es persönlich bleibt, dass der persönliche Kontakt stattfindet, dass die Community weiterlebt. Und ich glaube, die lebt nur weiter, wenn das organische Wachsen auch da ist und nicht zu gross denken, sondern das Denken im kleinen Detail, in dem Detail, wo eben entscheidend ist am Ende des Tages. Das finde ich macht Chicks on Board extrem wertvoll. Einfach der persönliche. Eben wie du sagst, auch das Auffangen, vielleicht mal, wenn jetzt etwas nicht geklappt hat oder wenn man irgendwo einen Knurz hat, dass man irgendwie ein Gespräch suchen mit dir oder auch mit dem Coach oder mit den Leuten, die helfen. Und dann geht einfach irgendwie der Knopf auf oder so. Das ist doch mega schön, wenn so etwas passiert. Und das ist, glaube ich, genau das, was mega ausmacht. Ja, voll, weil wir wollen in erster Linie nicht nur eine Sportart an die Leute anbringen, sondern wir wollen das ganze Rundum vor allem anbringen. Oder? Dass eben die Hemmungslosigkeit, das Entspanntsein, das Freude daran haben, das ist eine riesige Aufgabe. Also, jede Sportart, die du neu lernst, musst du dich voll darauf einlassen. Und mir ist es wie wichtig, dass wir das auf einer guten Basis können mitgeben. Und das Gleiche liegt auch online. Wir haben ja so viele verschiedene Tools, und wir wollen den Leuten das alles näher bringen. Und wir auch mega viele andere Thematiken ansprechen. Ich finde es auch voll geil, dass bei uns einfach du kannst Frau sein. Mhm. Und das wollen wir auch repräsentieren. Und ja, ich habe gerade letzte Woche müssen schmunzeln. Ich meine, wir haben jetzt so viele neue Team-Members. Aus der ganzen Schweiz, aus dem Tessin, aus dem französischen Teil, und sogar jemand aus Österreich. Also weißt du, so, wir wachsen voll auch in dem, und ich habe das Gefühl, jede Person, die etwas beiträgt, die lässt auch wieder neue Leute reinkommen, die Familie. Und ja, wenn das so weiter wächst, dann bin ich schon mega happy. Ich finde das wahnsinnig spannenden Einblick war jetzt. Und irgendwie noch speziell so als Schwester mit dir, mal so voll so ein über das zu reden. Mhm. Und es war gar nicht so komisch, wenn ich gedacht habe. ich finde, das ist eigentlich ein guter Abschluss, so, oder? Was meinst du? Ja, voll. Möchtest du noch irgendetwas diesen Frauen draußen jetzt mitgeben, die gerade sich 40 Minuten Zeit genommen haben und uns zugelassen? Möchtest du denen irgendetwas sagen oder so ein bisschen? Ja, eigentlich kann ich wie nicht nur genug auch Danke sagen. Ich meine, ich wäre nicht da, wenn ich jetzt bin, oder Chicks on Board im Gesamt ist nicht da, wie es jetzt ist, wenn es die alle nicht gäbe, oder euch oder dich, oder ja, wenn es dich nicht gäbe. Und auch Danke, dass wir den Support dafür spüren, dass wir auch einfach sehr geile 7 Jahre erlebt haben. Ich meine, ich habe es mega Glück. Das kannst du gar nicht anders sagen, gell? Nein, es ist wirklich einfach, es sind einfach mega coole Jahre gewesen, und ich kann weniger als an einer Hand abzählen, wie viel Umfeld wir gehabt haben. Ich kann aber irgendwie nicht mehr zählen, wie viele gute Erlebnisse wir gehabt haben. Und ich freue mich mega auf noch ganz viele solche Sachen. Und ich freue mich jetzt vor allem auch, dass ich nach der schrägen Zeit mit Corona jetzt auch hoffentlich kann, die Ladies da aussen rausholen und vor allem auch wieder rausholen und zeigen, dass die Natur aussen ganz viel Energie rum ist, die wir jetzt alle voll nötig haben. Und ich freue mich mega, das können umzusetzen mit allen zusammen. Es wird sicher ein ganz, ganz spezieller Sommer jetzt. Glaube ich auch. Danke vielmals, es war mega informativ und schön mit dir zu reden. Danke auch dir.